Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel über Kartenlegen und Tarot und ich möchte euch heute ein bisschen den Aufbau eines Tarot-Decks erklären. Eigentlich ganz einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Es ist auch sehr schön strukturiert, finde ich. Wir haben insgesamt 78 Karten, wir haben 22 der großen Arkana und 56 der kleinen Arkana. Die kleine Arkana unterteilt sich nochmal in vier Teilbereiche: Münzen, Schwerter, Stäbe und Kelche. So. Die großen Arkana-Karten sind meistens Symbolkarten. Sie zeigen große Ereignisse, wichtige Lebensabschnitte, Entscheidungen, Umbrüche, Themen, die einfach sehr, sehr stark beschäftigen und belasten. Und die kleinen Arkana sind deswegen nicht weniger wichtig, aber sie zeigen häufig eher so alltägliche Belange, Fragen, Probleme, Tendenzen, aber auch Impulse und Chancen. Die großen Arkana-Karten sind durchnummeriert von 0, der Narr, fängt mit der 0 an. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort bis hin zur 21, die Welt. So, die kleinen Arkana-Karten sind ähnlich strukturiert aufgebaut, auch durchnummeriert, beginnt immer mit dem Ass. Das Ass ist die 1 und dann haben wir 2, 3, 4, 5 bis hin zur 10. Und dann kommen die Hofkarten, der Page, der Ritter, die Königin und der König. Haben wir hier in allen Karten nochmal genauso durchstrukturiert. Und ja, das wäre der Aufbau eines Kartendecks. Was noch ganz spannend ist, wenn ihr mal kein Tarot-Kartendeck habt, aber ihr wollt mal irgendwas wissen, könnt ihr auch normale Spielkarten nehmen. Die Münzen haben zum Beispiel wären Karo, die Schwerter wären Pik, die Stäbe wären Kreuz und die Kelche sind Herz, wenn man das auf normale Spielkarten umdenken würde. Die Karten, Symbole zeigen wiederum aber auch die Elemente. So ist der Kelch Wasser, Stäbe sind Feuer, Wind und Erde. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das aufgebaut ist. Ich habe jetzt angefangen, die Wochenlegungen so zu ziehen, dass ich eine aus der großen Arkana nehme und dazu eine aus der kleinen Arkana. Das kann man machen. Wie gesagt, da sind aber keine Grenzen gesetzt. Also es gibt da auch keine Regeln und nichts ist richtig oder falsch. Also im Grunde genommen muss man bei Tarot immer ein bisschen rumprobieren, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Und dann kann man weiterschauen. Das jetzt einmal grob zum Aufbau. Ich überlege, ob ich tatsächlich nochmal speziellere Videos mache. Vielleicht könnt ihr mir da einmal einen kleinen Kommentar drunter schreiben, ob euch das überhaupt interessiert oder nicht. Dann würde ich tatsächlich nochmal die Münzen erklären, die Schwerter erklären oder jede einzelne Karte der Arkane. Ist alles sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ihr müsst wissen, ob euch das interessiert und schreibt mir. Vielen Dank fürs Zuschauen.